Das OnePlus 11 ist eines dieser Geräte, was ich in der Erwartung bekommen habe, dass es einfach in der Ecke liegt und nur für die nötigen Tests genutzt wird. Es lag mehrere Tage bei mir unausgepackt neben der Tür. Aber dann habe ich es ausgepackt und, was soll ich sagen, habe es mir gekauft. Die Box in Rot, das Kabel auch in Rot. Man könnte fast meinen, OnePlus sei noch so eigenständig wie damals, als das OnePlus 7 Pro rauskam. Bei der näheren Betrachtung fällt aber Generation für Generation mehr auf, dass das OnePlus von heute unterm Strich eigentlich nur noch Oppo mit eigenem Charakter ist. Da mein letztes Handy, beziehungsweise eigentlich meine letzten zwei Handys, aber auch schon von Oppo waren, war das für mich jetzt kein Problem. Ich habe meinen OnePlus von Trading Shenzhen, die das jetzt endlich wieder anbieten, voll nutzbar und mit deutscher Software, wie man sie sich wünscht, und das für einen weitaus geringeren Preis als in Europa. Aber lohnt es sich? Und viel wichtiger, was war das Problem, was aus dem OnePlus ein Smart, aber kein Smartphone gemacht hat? Oh, das Niveau sinkt ja schneller als beim Akkustand vom iPhone, aber egal. Es gab ein massives Problem. Wurde das behoben und ist das OnePlus wirklich nur noch ein schlechtes Oppo-Abklatschgerät? Ich hab's ausgepackt und direkt kamen zwei positive Überraschungen um die Ecken. Einmal, das Gerät hat auf beiden Seiten leichte Rundungen, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, also ein Edge-Display vorne und hinten, direkt Pluspunkte. Und zweitens, die grüne Farbe ist sehr schön, also die gefällt mir persönlich richtig gut, und dadurch, dass es das China-Gerät ist, hat es natürlich diese ganzen EU-Schriftzeichen auch nicht drauf. Es ist genauso sicher wie die EU-Geräte, es erfüllt dieselben Anforderungen, aber man hat nur das OnePlus-Logo auf der Rückseite. Das sieht sehr clean aus. Ich habe lange Zeit vorher das Oppo Find X5 Pro genutzt. Die beiden sind sich ja recht ähnlich, das Display ist sogar quasi identisch, muss man sagen. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, das OnePlus hat durch die kantige Kamera natürlich nicht diese Weichheit an sich. Es ist aber dünner und wirklich bedeutend leichter, sodass es sich in der Hand trotzdem sehr gut anfühlt. Zweitens, es hat an der Seite den Mute-Switch, der charakteristisch für OnePlus-Geräte ist. Ich finde ihn nicht schlecht, lass es mich so sagen, aber bei engen Hosentaschen wird er gerne mal von alleine verstellt, weil er ja nicht wie bei Apple von vorne nach hinten, sondern von oben nach unten gestellt wird. Drittens, an der Kamera kann man das Gerät gut festhalten, sodass es besser in der Hand liegt und nicht runterfallen will. Also ein Handschmeichler, kann man sagen, und für die recht mächtige Größe ist es auch erstaunlich beherrschbar. Das Gerät habe ich am 2. April ausgepackt, habe es dann seit dem 3. April als Hauptsmartphone erstmal genutzt und am 5. April ging es schon direkt nach Paris. Also das OnePlus musste liefern, es konnte sich keine Patze erlauben, weil ich wirklich nur das OnePlus und das iPhone mit hatte, und wirklich einzigartige Fotos kann von den zweien nur das OnePlus machen. Es wäre also eine echte Verschwendung gewesen, wenn das OnePlus nicht funktioniert hätte. Und okay, fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Die Akkulaufzeit ist wirklich großartig. Das Gerät hat kein kabelloses Aufladen, was einerseits natürlich Komfortverluste bedeutet, andererseits, es spart etwas Gewicht und Dicke, aber auch Hitze, die dem Akku schaden könnten. Das OnePlus hat eine Akkulaufzeit, die wirklich großartig ist. Der neue effiziente Prozessor tut hier seinen Dienst und die 100 Watt Ladegeschwindigkeit ergänzen das sehr gut. Vor allem im Urlaub möchte man sein Handy ja nicht andauernd aufladen müssen. Da hat das OnePlus einen sehr guten Job gemacht. Die zweite große Priorität, die ich aber bei Handys habe, ist die Kamera. OnePlus war eine Zeit lang dafür bekannt, dass die Kamera das gesamte Gerät irgendwie so negativ beeinflusst hat, aber daraufhin haben sie sich ja Hasselblad ins Boot geholt. Und hat das geklappt? Ich meine, das wollte ich auch mal testen, weil OnePlus hatte ja immer noch so dieses schlechte Image bei der Kamera an sich. Aber dann ist mir erstmal was anderes aufgefallen. Dieses Gerät konnte keine Anrufe mehr tätigen. Stand ich also mitten in Paris, guckte auf mein Handy und dachte mir, was mache ich jetzt? Ich muss doch telefonieren können. Also Google aufgemacht, mich gefreut, dass EU-Roaming kostenlos ist, und mich informiert. Und tja, stellte sich heraus, dass das OnePlus 11 aus China ein Region-Lock-Problem hatte. 16 GB RAM, UFS 4.0 Speicher, Hasselblad-Kamera, aber telefonieren ist gescheitert. Eine halbe Stunde später kam dann die Mail von meinem Kontakt zu Trading Shenzhen. Vom Sinn her drin stand, ja, OnePlus 11 Review kannst du dir sparen, das Ding kann keine Anrufe tätigen. Ich also versuchte, den OnePlus Support anzuschreiben, nix. Ich stand dann also da, hatte ein Handy, was traumhaft zu benutzen ist, aber naja, wie gesagt, es wurde halt ein Smartphone. Und ohne Anruffunktion bringt einem ein Handy nichts. Und die Story geht noch weiter, dazu komme ich später nochmal. Da hat sich noch einiges geklärt, aber eine Sache zeigt dann doch, wie gut das OnePlus ist. Ich habe es die nächsten zwei Wochen trotzdem als privates Smartphone weiterhin genutzt. Und ich blende euch mal ein paar Fotos hier ein.
die Farben des Hasselblad-Filters, die hohe Dynamik, die Schärfe, es ist einfach alles großartig gelungen. Ich meine, ja, es gibt Einschränkungen direkt vorweg. Die Zoom-Kamera hat zwar endlich 32 Megapixel statt des schlechten 13-Megapixel-Sensors, der unter anderem im Oppo Find X5 Pro ja drin steckt. Es sind auch recht gute Nahaufnahmen hiermit tatsächlich möglich, aber wirklich weit zoomen kann man halt nicht. Je nachdem, wie flexibel ihr mit der Definition von Qualität seid, ist bei 3- bis 10-facher Vergrößerung halt Schluss. Danach sieht es wirklich nicht mehr so gut aus. Also ab 4-fach, 5-fach ist auf dem großen Bildschirm schon nicht mehr viel übrig. Aber in dem Bereich, wo man normalerweise fotografiert, also zwischen 0,5 und 2-fach, sieht das richtig, richtig gut aus. Die Bilder haben alle so einen eigenständigen Stil, je nach Hasselblad-Filter, den man wirklich sofort wiedererkennt. Das Find X5 Pro hatte mir ja schon so gut gefallen, aber das OnePlus kann durch die etwas bessere Zoom-Linse noch mal mehr überzeugen. Vor allem bei diesen Nahaufnahmen, davon habe ich wirklich enorm viele gemacht in Paris. Das Display ist auch sehr gut, klassisches sorgenfreies BBK-Panel. Wenn die Sonne drauf knallt, kann man alles lesen, aber es ist keins dieser, ich blende die Sonne da mit Samsung-Handys, das muss man auch sagen. Quad HD Plus Auflösung, 1 bis 120 Hertz LTPO Bildwiederholrate, also sehr flüssig und energiesparend je nach Situation. 6,7 Zoll sind auch schön groß, Videos gucken, Social Media und sonstige Dinge sind hiermit kein Problem, aber das hat ja auch keiner in Frage gestellt. Woran man sich schon echt gewöhnen kann, der Snapdragon 8 Gen 2, der hier energiesparend die Leistung bereitstellt, hat so viel Bums, dass es kein Wunder, dass hier mindestens 4 große Android-Versions-Updates versprochen wurden. Ich habe ja die Variante mit 16 GB RAM genommen. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Ich habe jetzt neulich mal so ein Spiel angespielt und es sieht wirklich wunderbar, also so geile Grafik mit so hohen FPS. Auf den Trading Shenzhen Geräten ist übrigens immer noch Oxygen OS drauf installiert. Ich verlinke euch das OnePlus 11 auch mal unten in der Beschreibung und die Software ist wirklich 1:1 deutsch. Also Google Assistant, Google Pay, normales Over-the-Air Update für 4 Jahre. Man merkt nirgendwo, dass dieses Gerät hier eventuell ein China-Import ist. Und genau das war am Ende auch der Grund, dass ich das Gerät gekauft habe. Dazu kommt, dass Trading Shenzhen durch ihre Kontakte nach China auch hinbekommen hat, dass der Region Lock jetzt weg ist. Anrufen kann man jetzt also auch wieder. Besser ist es. Also klar, das OnePlus ist nicht das beste Gerät, was es hier auf dem Markt gab, weil es ist ja auch nicht, es ist nicht der Zweck davon und es kostet ja auch nicht so viel. Aber es ist vor allem für den Importpreis eins der zuverlässigsten, besten Geräte, die ich seit langem genutzt habe und es ist einfach... Es ist wirklich einfach zuverlässig. Schnelle Performance, sehr gute Kamera, gute Akkulaufzeit, man kann es sehr schnell wieder aufladen. Es macht einfach keinen Stress im Alltag. Das Einzige, was ich bis heute noch nicht hinbekommen habe, ist, dass die Frontkamera immer noch nur in Full HD aufnehmen kann. Ich meine, wie viel besser sieht denn die Rückkamera bitte aus? Es gibt 4K, es gibt mehr Hintergrundunschärfe durch den größeren Sensor und es gibt auch noch einen Ultraweitwinkel und damit kann man einfach bessere Sachen machen. Also wer häufig Videos von sich aufnimmt, sollte dafür die Rückkamera benutzen, aber die ist auch einwandfrei, da gibt es gute Videoqualität, im Zweifel auch 8K, es gibt 4K60, da kann man nicht meckern. Das OnePlus ist also ein wirklich gutes Gerät. Es hat typische OnePlus-Schwächen, ist aber auch endlich in den Genuss der klassischen Oppo-Vorteile gekommen. Sofern man also nicht ein klassisches OnePlus erwartet, kann man hier ein großartiges Gerät kaufen. Ich hatte also eigentlich absolut nicht vor, mir ein neues Handy zu kaufen, aber man sieht ja, was draus wurde.